Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dies ist das erste Video in einer längeren Reihe, die nun folgen wird. Und zwar ein Video im Rahmen eines internationalen Content Creator Turniers. Man könnte es auch YouTuber Turnier nennen, das Slytherin, die Publisher dieses Spiels, also Field of Glory 2 Medieval, organisiert haben. 8 Teilnehmer hat das Ganze. Ich habe in einem eigenen Video erklärt, wie das Ganze funktioniert, wie die Regeln sein werden und so weiter. Das werde ich jetzt nicht ausführen. Schaut euch das Video an, wenn ihr da mehr wissen wollt. Dies ist die erste Schlacht, die ich schlagen werde. Und zwar immer eine Doppelschlacht. Das heißt, ich kämpfe jetzt gegen Nucrium. Das ist, glaube ich, ein US-amerikanischer YouTuber. Und zwar einmal als Franzose. Das seht ihr jetzt. Gegen ihn als Engländer und dann tauschen wir auf dem gleichen Schlachtfeld die gleiche Schlacht nochmal andersherum, damit das komplett fair und balanciert ist. Aber wie gesagt, das ist der Auftakt und zwar hier mit mir als Franzose. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Truppen auszuwählen und aufzustellen. Und dazu gehört als erstes, dass wir analysieren, wie das Gelände aussieht, ob das irgendwelche besonderen Strategien nötig macht. Wir stellen fest, es ist platt, es gibt keine Hügel, es gibt also keinen Geländevorteil, den wir gegebenenfalls nutzen können. Das Einzige, was hier vielleicht bemerkenswert ist, ist dieses unebene Gelände. Da werden unsere schweren Reiter und Infanteristen ungeordnet. Und das ist tendenziell auch auf unserer Schlachtseite. Ihr seht hier die feindlichen Linien. Und man kann mutmaßen, wenn wir beide einigermaßen gleichmäßig vorrücken, dass wir uns hier irgendwo in der Mitte treffen werden, falls der Gegner kein Schisser ist. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Offensiv- und Defensivposition gibt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was passiert, wenn beide Seiten einfach stehen bleiben. Aber das wird sicher nicht passieren. Gut, also das muss man bedenken als erstes. Als zweites, wie positioniert man sich, was für eine Strategie schlägt man ein? Das Problem ist natürlich, dass man nicht weiß, A, was der Gegner aufstellt und B, wo der Gegner es aufstellt. Das macht die Sache natürlich schwierig. Das heißt, man muss sich irgendwas Eigenes zurechtlegen, aber einigermaßen flexibel auch reagieren können. Was ist also die grundsätzliche Strategie? Allgemein würde ich sagen, wir versuchen unsere besten Truppen dort wirken zu lassen, wo der Gegner seine schlechtesten Truppen hat. Idealerweise an der Flanke, wenn das Gelände es nicht anderweitig hergibt, an einer der beiden Flanken, sodass wir an einer Flanke durchbrechen, dann umschwenken können und dann den Gegner in die Seite fallen können. Das ist sozusagen erstmal so eine Grundsatzstrategie, die ich gerne verwende und ich glaube, die alle Feldherren der Geschichte gerne verwendet haben. Das Problem ist, der Gegner wird Ähnliches versuchen, vermute ich mal. Und die Frage ist also jetzt, welche Seite, welche der Flanken ist denn die, die wir jetzt hier offensiv aufstellen? Und das klärt sich ziemlich. Hier im unebenen Gelände können wir mit unseren guten Offensivkräften nicht wirken. Deswegen werden wir die linke Flanke nehmen, als diejenige, die jetzt hier offensiv vorgeht. Das Problem ist, der Gegner wird vermutlich ähnliche Überlegungen machen und das ähnlich aufstellen, so dass es so einer Situation kommt, die man eigentlich vermeiden möchte, nämlich, dass die stärksten Truppen gegen die stärksten Truppen kämpfen. Aber es ist mir zu riskant, mit irgendwelchen Spezialtaktiken zu versuchen, jetzt hier am unebenen Gelände vorbeizukommen. Ich will jetzt erstmal ganz konservativ diese erste Schlacht bestreiten und mal gucken, was wir da reißen werden. Okay, was ist denn jetzt nun die konkrete Aufstellung? Also gleichzeitig möchte man natürlich die Truppen dort massieren, wo man sie haben will. Aber andererseits möchte man natürlich nicht die Linie komplett klein machen, damit man nicht überflügelt wird. Das ist also mein Kompromiss aus verschiedenen Dingen, die man erreichen will. So, im Grundsatz läuft es so, wir haben 1200 Punkte zur Verfügung, können die ausgeben für verschiedene Truppentypen, die auch relativ begrenzt sind, wie ihr seht, was man mit denen, also welche Auswahl man hat. Und vor allem ist es auch begrenzt, wie viele man von jeweiligem Typ nehmen kann. Das Einzige, was mehr oder minder unbegrenzt sind, sind die Ritter und Sergeanten, unsere Haupttruppe. Und das ist auch die Hauptoffensivstoßeinheit, die wir verwenden können. Zwei sind Pflicht, der Rest ist freiwillig. All das hier unten ist auch freiwillig jetzt von mir so gewählt. So, wo ist jetzt dieser Hauptstoßpunkt? Der ist von hier bis hier, also auf unserem linken Flügel, wobei es schon in die Mitte mit reinreicht. Aber ich will jetzt die Flanke auch nicht so weit verkürzen. Ich habe hier schon 3 von den Rittern und Sergeanten nach hinten gestellt als Verstärkung. Eine Einheit wird unseren Anführer auch mitnehmen, sodass der erstmal ein bisschen geschützt ist und später in die Schlacht eingreifen kann.
Das ist einmal unsere Offensivkraft und die zweite, das sind diese zwei niederländischen Speerträger, die wir hier mitnehmen. Das sind sehr starke offensive Speerträgereinheiten, die wir dabei haben. Die habe ich hier dazwischen gestellt. Die sind auch relativ gut gegen gegnerische Ritter. Schauen wir mal, das sind Teil dieser Stoßkraft. Dann an der Flanke, und das habe ich, ja, die habe ich hintereinander aufgestellt, weil ich hier noch ein bisschen nach links ausgreifen will. Als Unterstützung gewissermaßen nochmal diese Offensive. Zwei berittene Armbrustschützen. Die sind ganz gut. Armbrüste sind sowieso ganz gut. Vor allem sind sie flexibel, können sich vielleicht auch zurückfallen lassen. Und sie sind tatsächlich auch im Nahkampf einsetzbar. Sie können also einigermaßen anständig sogar im Nahkampf mit ihren Schwertern kämpfen. Also das hier nochmal als zusätzliche Unterstützung. Wir haben vorneweg, haben wir, und das können wir vielleicht noch mal ganz kurz austauschen, haben wir so ein paar Plänkler. Das wird jetzt keine riesige Sache werden. Wir haben mal leichte Bogenschützen und leichte Wurfspießschützen, die müssen nah ran. Das Schöne an diesen Wurfspießschützen, auch die können in der Kontaktphase noch eingreifen und noch kämpfen und ziehen sich hoffentlich dann auch leicht zurück. Wobei ich hier gerade sehe, hier muss ich aufpassen, die müssen sich natürlich auch zurückziehen können. Insofern sollte ich die Ritter vielleicht links und rechts davon ein bisschen aufstellen. Ja, dass die auch zurückfallen können. Wenn dahinter Ritter stehen, geht das nicht. Da müssen wir also aufpassen. Aber okay, also Plänkler. An der Stelle, wo wir natürlich unsere Offensive voll reinhauen wollen, da wollen wir die Gegner auch schon vorweg schwächen. Die andere Flanke ist eine Flanke, bei der wir es eigentlich vermeiden wollen, in den Kampf zu gehen, aber sie darf natürlich nicht einbrechen. Deswegen habe ich sie wie folgt aufgestellt. Wir haben hier neben dem Offensivfeld haben wir zwei gepanzerte Speerträger. Das sind unsere besten Defensiveinheiten, so würde ich sie mal bezeichnen. Mit denen sollten wir aber nicht offensiv in die Kontaktphase gehen. Dann haben wir hier dreimal Armbrustschützen. Ja, die sind auch gar nicht so schlecht, können sogar im Nahkampf irgendwie Bestand haben. Und hier eben die Hoffnung, dass wir zum Beispiel hier mit den Armbrustschützen als mittlere Infanterie, ist das für die möglich, auf dem unebenen Gelände halten werden und von dort vielleicht wirken können auf den Gegner, ohne dass jetzt schwere Kavallerie uns, also die, wenn die uns hier erwischt, können wir ganz gut dort standhalten, weil die dann ungeordnet ist. Das ist so ein bisschen der Plan. Und dann haben wir noch versteckt hier eine Einheit von Briganten im Wald. Die werden wir hier an der Ecke stehen lassen. Vielleicht kommt da noch ein Überraschungsmoment, wo wir die einsetzen können. Die sind aber an sich zu kaum was zu gebrauchen. Dahinter, um jetzt hier nicht komplett diese Flanke aufzugeben, haben wir noch defensive Speerträger. Den werde ich sogar noch rübersetzen. Genau, drei defensive Speerträger, die, falls die Armbrustschützen schlapp machen, dann einfach hier noch die Flanke halten werden. Ja. Das ist es im Prinzip, die Aufstellung. Und dann bin ich gespannt, wie der Gegner sich aufstellt. Ich werde jetzt auf Annehmen drücken. Ich weiß gar nicht genau, was dann passiert. Wie gesagt, das ist jetzt meine erste Schlacht. Bin schon sehr gespannt. Es wird hier immer Schnitte geben. Für mich ist das jetzt mit mehreren Pausen der nächste Zug und so weiter. Für euch werde ich das alles schön zusammenschneiden. Also gucken wir mal. Annehmen. Okay. Sie können noch einen weiteren Feldherrn einer Einheit in Ihre Armee zuweisen. Klicken Sie auf die gewünschte Einheit und danach auf das Symbol Feldherrn hinzufügen. Damit erstellen Sie eine neue Befehlsgruppe, in die Sie andere Einheiten aufnehmen können, um sie gemeinsam unter dem Befehl des Feldherren zu bewegen. Das ist gut. Die Feldherren haben natürlich eine größere Bedeutung. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Wo sind denn jetzt eigentlich schon die Feldherren? Wir haben einen hier. Unterfeldherr. Unterfeldherr. Und das ist der Oberfeldherr. Das werde ich nochmal ändern. Wir machen mal so eine Art linken Ritterflügel und rechten Ritterflügel. Also der Unterfeldherr, der soll hier hingehen. So, und der hat diese. Ja, das ist okay. Und das ist der Oberfeldherr, der soll hier hinten sein. Was ist das für ein Symbol? Feldherren hinzufügen. Achso, wir können noch einen weiteren Feldherrn. Ne, da werde ich mal hier den Speerträgern einen Feldherrn noch hinzufügen. Die können dann den rechten Flügel anführen. So. Und jetzt will ich die Befehlskette irgendwie verändern. Schaut mal, weil der hat jetzt diese da alle, aber den nicht. Das finde ich merkwürdig. Wisst ihr was? Wir ändern das nochmal. Hier kommt der Feldherr hin, aber der bleibt ohne. Das gefällt mir nicht. Ah, Befehlsgruppe wechseln. Das ist doch hervorragend. Das ist der Befehl, den ich gesucht habe.
Okay. Und der hat jetzt keine Befehlsgruppe? Doch, die müssen wir zuweisen. Oh, Leute. Das ist ja ganz schön kompliziert. Aber wichtig, wie mir scheint, machen wir das. So, was habe ich jetzt gemacht? Kann ich den bitte nochmal auswählen? Aber vielleicht kann ich den. Doch, der kommt auch zu der Befehlsgruppe. So, das heißt, die gehören alle zu der Befehlsgruppe. Die zu der, die kann ich nicht zuordnen. Das Einzige, wo ich mich frage, ob ich das hier noch machen kann, aber es scheint nicht zu gehen. Die scheinen beiden zugehörig zu sein, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, dann platzieren wir den noch ein bisschen rückwärts und dann haben wir die Befehlsgruppen aufgestellt und dann können wir den Zug beenden. Und ich weiß gar nicht, ob wir dann schon dran sind oder ob der Gegner erstmal aufstellen muss. Vielleicht hat er auch schon aufgestellt. Auch das ist möglich. Wir werden es gleich sehen. Okay, alles klar. Der wird auf den Server geladen. Das heißt, er muss jetzt seine Aufstellung machen. Gut, dann werde ich gleich noch meinem Gegner eine Nachricht schicken. Aber hier blende ich erstmal aus. Bis zum nächsten Zug. So, und damit beginnt die erste richtige Runde. Der Gegner hat auch seine Aufstellung gemacht und die sehen wir auch jetzt. Und das ist hochinteressant. Also hier drüben sehen wir jetzt die Engländer. Und was erstmal sehr bemerkenswert ist, er hat kaum seine Ritter und Sergeanten aufgestellt, sondern er setzt voll auf, ja, ich sag mal, Speerträger und defensive Speerträger und seine durchaus starken Fernkämpfer, die er teilweise aufstellen kann. Das ist insofern bemerkenswert, weil er dadurch jetzt keine so übermäßige Schockkraft besitzt, um unsere Linien zu durchbrechen. Und das lässt mich erstmal hoffnungsvoll sein, dass unsere Strategie vielleicht aufgeht. Zumal wir tatsächlich auf seiner schwächeren Flanke, so würde ich sie bezeichnen, unsere stärksten Truppen massiert haben. Also das funktioniert in diesem Fall. Scheinbar, das ist definitiv seine schwächere Flanke. Hier hat er seine stärkere Flanke, hat die aber sehr tief gestaffelt. Möglicherweise, das kann ich mir vorstellen, will er jetzt hier noch ausgreifen, um uns so richtig im großen Bogen hier zu überflanken. Ansonsten, die walisischen Speerträger, die sind offensiv auch sehr, sehr stark. Das stimmt schon. Hierhin hat er die auch nochmal. Und dann die irischen, na gut, die sind nicht so stark. Aber er hat hier auch die Galway-Fußtruppen, auch die können offensiv nerven. Hat aber erstaunlich weit zurückgestellt. Also, dass das eigentlich Einheiten sind, die erste Reihe gehören, meines Erachtens, sieht er offensichtlich nicht zu. Hier wird es die Aufgabe sein, dass wir diese Flanke ihm verweigern. Das heißt, wir werden hier sehr zurückhaltend stehen. Unser Speerträger hier vielleicht so weit zurückgezogen defensiv aufstellen, während wir mit der linken Flanke sehr offensiv vorgehen, sodass wir so eine Art gestaffelte Schlachtlinie dann entwickeln. Das ist so ein bisschen hier der Plan. Seine Plänkler können nervig sein, sind aber nicht auf unserer offensiven Seite aufgestellt. Was hat er hier noch? Hier hat er noch Bogenschützen und Armbrustschützen. Ja, die sind schon relativ stark, aber. Ah, hier hat er nochmal die Galways. Okay, also das sind die gefährlichsten in der Kontaktphase, diese beiden hier. Wo sind denn seine gepanzerten? Oh, hier sind seine gepanzerten Speerträger. Zumindest eine Einheit davon. Und da hinten die andere Einheit. Alles klar, das ist gut, weil die sind gerade für uns am gefährlichsten. Also ich bin erstmal sehr angetan von dieser Sache. Wir schicken jetzt hier unsere Truppen. Ich würde sagen, so weit es geht nach vorne. Ja, um gleich mal ins Plänkelgefecht zu gehen. Die gesamte Befehlstruppe ist aber nur die drei Einheiten. Ich hoffe, ich verstehe das jetzt nicht falsch. Ja, also die gehen maximal nach vorne. Das ist soweit in Ordnung. Hier will ich aber jetzt mal einzeln ziehen, sonst ist mir das zu heikel. Und hier will ich auch nicht so weit ziehen. Okay, wir gehen hier zur Seite und bewegen dann den Rest nach vorne. Ja, wollen wir das insgesamt machen? Ja, können wir eigentlich, denke ich.
Jetzt können wir die gesamte Befehlsgruppe bewegen. Okay, und hier auch. Oh, ich sehe gerade, und das ist ein Problem, das müssen wir natürlich jetzt beachten. Die müssen natürlich in etwa parallel dort mit eintreffen. Also hier müssen wir jetzt ein bisschen zurückhaltender sein. In der nächsten Runde werde ich nicht mit diesem vollen Tempo vorgehen. Das ist jetzt immer ganz wichtig. So, schaut mal, die sind jetzt, weil hier unebenes Gelände sind, sogar richtig langsam. Ja, ich glaube, hier werde ich auch nicht die gesamte Befehlsgruppe bewegen. Die Armbrustschützen, die müssten dort klarkommen. Und hier werde ich mich aus dem Wald mal nicht rausbewegen. Ich hoffe, ich bin noch im Wald. Ja, bin ich. Und weil jetzt dort rechts sehr viel kommt, ziehen wir mit denen einmal rüber. Und das kann ich, glaube ich, mit der gesamten Befehlsgruppe jetzt machen. Ah ja, außer die. Okay, es sieht jetzt ein bisschen ungeordnet aus, aber das kriegen wir in der nächsten Runde schon hin. Ja, sehr interessant. Bin ich sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Ich beende die Runde. So, der Gegner hat gezogen. Natürlich schickt er seine leichten Bogenschützen voraus, das ist klar. Die werden versuchen, das unebene Gelände hier zu besetzen. Mal schauen, sie werden dann auf unsere Armbrustschützen treffen. Sie können weiterschießen, wir können härter zuschlagen. Hier bin ich echt gespannt, was er hier machen wird. Hier will er ausscheren, aber ich fürchte, dass er hier, also ich fürchte für ihn, dass er hier zu lange brauchen wird, um das hier so zu entfalten. Aber mal sehen. Mal sehen. Ich meinte, die sind schon ganz gut hier, was er hat. Also das ist schon eine starke Offensivkraft. Hier müssen wir halt aufpassen, ja, dass wir uns einfach hier nicht zu weit vorwagen, würde ich sagen. Jetzt gilt es, hier hat er nichts Besonderes gemacht. Mit den Rittern ist er ein bisschen vorgegangen, aber das spielt eigentlich keine große Rolle. Jetzt gilt es, dass wir hier vernünftig in Formation kommen. Und ich bleibe mal dabei, dass wir... Jetzt will ich mal überlegen, wo wollen wir hier mit unseren Plänklern am liebsten reinrauschen? Die sind halt ein bisschen gerüstet, geschützt. Die sind leicht geschützt. Die sind ungeschützt. Ist halt die Frage, ob wir gegen die Bogenschützen selbst gehen. Diese Galloway-Fußtruppen sind sehr, sehr anfällig. Ja, tatsächlich, na, ist die Frage, ob ich das Feuer konzentrieren will. Aber ich bleibe mal erstmal in der Linie mit denen. Und andererseits, obwohl, wenn wir die rauslocken, wisst ihr was, wir bleiben tatsächlich hier vorne. Ich muss bloß aufpassen, wer jetzt zu dieser Befehlsgruppe gehört. Ich gehe mal komplett mit denen. Ja, wir gehen mal richtig offensiv ran hier. Die gesamte Befehlsgruppe läuft nach vorne. Wir könnten jetzt schon wirken. Aber ich will mir das mal aufbewahren. Wir haben halt nur für 5 Runden Munition, für 5 Schüsse und danach Munitionsmangel. Und wir haben einfach eine höhere Wirkung, wenn wir 2 Felder entfernt sind. Das scheint mir sinnvoller zu sein. Die können sowieso nur ein Feld weit werfen. Lassen wir das mal so. Okay, jetzt wird das Ganze bestimmt durch die niederländischen Speerträger, das Tempo. Die will ich hier in Linie lassen. Das heißt, wir werden mit denen auch nur jeweils ein Feld vorrücken. Ein bisschen anders sieht es aus hier mit unseren berittenen Armbrustschützen. Hier können wir durchaus schneller voran. Und ein bisschen Stunk machen dort auf dem Flügel. Ja. Hier steht er sehr tief. Die Frage ist, ob ich hier ein bisschen zurückgezogen bleibe. Wir können jetzt Gott sei Dank mit der Einheit hier auch aufrücken. Ja, das machen wir vielleicht mal. Wir versuchen wirklich, unseren Hauptschlag hier zu setzen. Und hier verschieben wir unsere Linie ein bisschen nach hinten. Ich denke, das ist ganz gut. Dafür werden wir ihn aber nach links hier rüberbringen.
während er da erstmal bleibt und er ein Feld vorgeht. So. Jetzt ist natürlich hier die spannende Frage, wie weit gehen wir hier mit? Die Armbrustschützen müssten in unebenem Gelände klarkommen. Wenn wir da hingehen, können die das nächste Mal... Ich bin nicht ganz sicher, wie weit die gehen können. 3 oder 4 Felder, sieht man das hier? Nee. Aber ich gehe mal davon aus, 1, 2, 3 auf jeden Fall. Das heißt, wenn sie wollen, können sie das nächste Mal voll wirken. Insofern ist es auch egal, dann können wir auch hier komplett vorgehen. Sind schon in Reichweite mit unseren Armbrustschützen. Haben die auch noch... Wartet mal. Ah, auch die haben auf der langen Distanz eine reduzierte Wirkung. Aber da wir hier den First Shot haben, könnten wir das vielleicht ausnutzen. Sie sind gefestigt trotz Unordnung. Das war der Plan. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns komplett auf die hier. Ja, wenn es vielleicht ein bisschen verschwendet ist. Ja, 4 Schaden ist doch schon mal gut. 2 nochmal hinterher. Und 3. Keine Probe. Aber ein bisschen Schaden angerichtet. So. Hier folgen wir. Und hier bleiben wir allerdings. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier bleiben wir hier stehen. Und hier bleiben wir dort stehen. Und diese Linie werden wir auch weitestgehend halten. Ja. Beziehungsweise bis hier werden wir vielleicht dann noch vorangehen. Also mal gucken, wie das mit dem Armbrustschützen hier weitergeht. Also hier wollen wir sehr, sehr tief stehen, damit die hier möglichst spät auf uns treffen. Das ist der Plan an dieser Geschichte. So, jetzt habe ich hier... Genau, die könnten noch vorrücken. Das wollen wir aber nicht. Damit haben wir eigentlich alles, was wir tun wollten, was wir bewegen wollten, bewegt. Und können auch diesen Zug beenden. So, ihr habt den Zug des Gegners gesehen. Leider finde ich es anders als bei den Schlachten gegen die KI hier bei der Wiederholung des menschlichen Zuges sehr, sehr ja, undurchsichtig, was hier gerade wo passiert ist. Also die Darstellung ist irgendwie sehr anders. Man sieht also nicht wirklich, wo Schaden gewirkt wurde. Ich habe mir das nochmal genauer angeschaut. Ich glaube, die da drüben haben hier auf diese Reihe geschossen. Das hat aber kaum Schaden ergeben. Anders war es hier. Da haben diese beiden Armbrustschützen hier ganz gut getroffen und die berittenen Armbrustschützen schon geschwächt. Das ist natürlich jetzt kein schönes Ergebnis. Gerade auf der Entfernung hätte ich mir da ein bisschen was anderes vorgestellt. Naja, es ist wie es ist. Wir müssen damit umgehen. Wir werden mit unseren Plänklern, denke ich, weiter vorgehen. Und die Frage ist, ich meine, die leichten Bogenschützen, die wirken jetzt schon maximal. Wir könnten uns hier drehen. Gegen wen gehen wir jetzt? Die sind nicht gepanzert. Also die können nur ein Feld weit. Das heißt, wir müssen definitiv nach vorne gehen. Und das machen wir auch. Und wir werden hier werfen. Mal gucken. 11 Verluste. Das ist doch schon mal ordentlich. Und hier gehen wir mit rein. Und haben hier nochmal 9 Verluste. Dann würde ich sagen, wenden wir uns hier um. Und feuern dort nochmal mit dem Bogenschützen rein. Und haben die tatsächlich, die Galway-Fußtruppen, dann ebenfalls schon mal geschwächt. Ja, damit haben die Planklash ihren Job schon mal ganz gut erledigt. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit unseren Berittenen? Gegen wen gehen wir da? Die Bogenschützen selbst sind ungeschützt. Das wäre eigentlich ein ganz gutes Ziel. Wir sollten 2 ran, um dann wirklich den Schaden auch zu machen. Ja, die werden natürlich dann auch auf uns feuern.
und sind vermutlich tendenziell eher im Vorteil, oder? Allerdings, wir lenken auch so ab von den Rittern, die jetzt natürlich kommen müssen. Mit voller Wucht. Wie weit können wir hier vorgehen? Wir müssen mit den Speerträgern auf einer Linie meines Erachtens bleiben. Das heißt, die ziehen wir erstmal weiter vor. Ganz gut übrigens, dass die hier gegen die Galway-Fußtruppen kämpfen. Das gefällt mir eigentlich. Das finde ich ganz in Ordnung. Die bringen wir mal auf diese Linie hier. Ja, jetzt möchte ich nicht auf dem unebenen Gelände enden. Also. Die werden uns hier ziemlich zusammenschießen. Die können da einfach defensiv stehen bleiben. Das gefällt mir im Moment jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir könnten versuchen, die allerdings noch weiter anzugehen und sie vielleicht zu schwächen. Da müssten wir hier so schräg rein. Da er vermutlich eh jetzt nicht in den Kampf geht, in der nächsten Runde könnten wir das machen. Allerdings zeigen wir dann die Flanke. Ich weiß nicht, ob das von Nachteil ist. Vielleicht besser, wenn wir uns hier konzentrieren. Ich werde mich mal hier nach außen bewegen. Mal gucken, ob wir uns... Ah, wir können uns da nicht mehr wenden. Dann drehen wir uns hier. Das war jetzt... Doch, es geht noch. Zumindest halbe Kraft können wir hier treffen. Ja, das war nicht so schön. Ich wollte halt dieses unebene Gelände vermeiden. Hätte ich vielleicht dahinter mich stellen sollen. Wir gehen hier nochmal rauf und drehen uns dann in die Richtung und schießen dann nochmal auf die. Immerhin nochmal 7 Schaden, keine Schwächung. Gut, hier ziehen wir einfach nach, bleiben 2 Felder da hinten. Hier bleiben wir so und hier rücken wir ein bisschen versetzt auf, würde ich sagen. Ja. So wären wir jetzt hier nochmal versetzt auf den Feind treffen werden. Und jetzt besetzen wir dieses unebene Gelände mit den Armbrustschützen. Das scheint mir ganz gut zu sein. Da können wir auch wirklich gut wirken, wenn wir dort stehen. Und die walisischen Langbogenschützen, die sind natürlich auch ein gutes Ziel. Weil die sind wirklich stark. Die Frage ist, ob wir da uns nicht drauf konzentrieren jetzt mit unserem Feuer. 7. Da wäre es natürlich cool, wenn wir den Unordnung versetzen könnten. Aber jetzt mit halber Kraft dazu wirken, machen wir auch nicht. Wir feuern hier vorne nochmal drauf. Nochmal 5 Schaden. So, die Speerträger, die bleiben jetzt hier stehen. Die gehen nicht ins unebene Gelände. Während wir hier einfach an der Ecke stehen bleiben und ihn da einfach kommen lassen. Da gibt es jetzt nichts, was wir da erreichen können an der Flanke. Ich check nochmal, ob wir alles, was wir bewegen wollten, bewegt haben. Die lassen wir im Wald stehen. Ja, mehr gibt es da nicht zu tun. Diesen Zug können wir beenden.